Bling, bling. Jetzt habe ich alles geputzt, nur meine Brille nicht. Auch Quark, ne? Nee. Oh Gott. Guck mal, wie hell das draußen ist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen in die Mehrhundehaltung eintauchen und uns die Frage stellen, welchen Altersunterschied ich für sinnvoll erachte bei zwei Hunden, beziehungsweise in welchem Alter des Ersthundes man sich am besten den zweiten dazu holt. Da wollen wir mal so ein bisschen mehr drüber reden. Vorher möchte ich aber nochmal die Chance ergreifen und mich bedanken für die Unterstützung auf dem Kanal. Wir finden das super, macht weiter so, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos. Über 250 Videos haben wir mittlerweile für euch schon online gestellt. Und ja, jede Woche kommen neue Fragen dazu, die wir gerne beantworten. Wenn ihr uns noch ein bisschen mehr unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne auch über Patreon machen. Auf Patreon könnt ihr uns schon freiwillig mit 1 Euro pro Monat unterstützen. Das könnt ihr jederzeit auch ändern oder wieder abbestellen. Aber so könnt ihr dafür sorgen, dass wir weiterhin Videos für euch produzieren können. Jeder Cent, der über Patreon bei uns landet, geht in die Videoproduktion, wird für neues Equipment und neue Ideen eingesetzt und landet letztlich also direkt wieder bei euch. So, genug gequatscht. Fangen wir an mit dem Thema zwei Hunde. Welches Alter ist am besten? Los geht's. Ja, ich habe da ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil ich überlegt habe, ob es tatsächlich irgendwie Pro und Contra gibt, ob es so Altersunterschiede gibt, in denen ich das prinzipiell nicht gut finde. Und bis auf die beiden Dinge, die ich eh im Hinterkopf hatte, ist mir jetzt nichts Neues mehr eingefallen. Generell ist für die allermeisten Hunde ein Zweithund eine gute Sache. Ja, es gibt Hunde, die wollen lieber alleine bleiben, aber die meisten Hunde freuen sich über einen Kameraden, selbst wenn die am Anfang nicht so super eng miteinander sind. Ja, wir hatten letztens ja erst das Video gemacht zu der Frage, woran merke ich, dass meine beiden Hunde sich mögen oder dass sie zumindest langsam aneinander gewöhnen. Dann hatten wir ein Video zu der Frage, wie kann ich zwei Hunde miteinander gesellschaften, vor allem wenn es große und kleine sind. Ja, wir haben also schon ganz viele Fragen in dem Bereich beantwortet. Wir haben uns aber noch nie genau damit auseinandergesetzt, welches Alter ist das Richtige, kann man nicht sagen, aber welches Alter ist das Sinnvollste. Wir gehen also mal davon aus, ihr habt bereits einen Hund und Hund A oder Hund 1 ist halt schon ein bisschen länger da, hat ein gewisses Alter und ihr überlegt euch jetzt einen zweiten Hund zu holen. Also welches Alter ist jetzt sinnvoll als Lücke dazwischen zu haben? Wir unterteilen das aber in zwei unterschiedliche Antworten oder in zwei unterschiedliche Bereiche. Denn es ist ein Unterschied, ob ich einen Welpen dazu hole oder einen schon älteren Hund. Also mit älter meine ich mal so mindestens erwachsen. Ja, alles, was dazwischen ist im Junghundealter, das nehmen wir noch so Richtung Welpe dazu. Ja, also wenn ihr einen Welpen, einen jüngeren Hund dazu holt, dann ist es erstmal gar nicht so wichtig, wie alt euer alter Hund ist. Ich würde nur zwei Grenzen ziehen. Ich würde immer dazu raten, den Zweithund erst dann anzuschaffen, wenn der Ersthund in Anführungsstrichen fertig ist. Wenn ihr also eine gewisse erzieherische Grundlage mit eurem Hund habt und der vom Alter her so ist, dass der sich jetzt nicht nochmal um 180 Grad dreht, dann ist das ganz gut. Ja? Und die zweite Grenze nach oben hinaus ist, er sollte nicht mehr so alt sein, dass die anstrengende Zeit, wenn ihr euch einen jungen Hund dazu holt, genau in seine letzten Lebenstage fällt. Also ich vereinfache das jetzt mal so. In Zahlen auszudrücken ist das schwierig, aber ich versuche es trotzdem mal, alles so zwischen einem Jahr Altersunterschied bis hin zum Maximalalter von, ich sag mal, 10, 9 oder 10 Jahren, finde ich in den allermeisten Fällen in Ordnung. Darüber hinaus muss man gucken. Also, wenn ich jetzt einen 10-jährigen Jack Russell dazu habe und hole mir noch einen zweiten kleinen Hund, dann juckt den Jack Russell das nicht mehr. Der wird ja 13, 14 wahrscheinlich, der wird da noch lange genug mitmachen können und ist noch fit genug. Habe ich jetzt aber einen 10-jährigen Schäferhund da, dann ist es schon Methusalem, dann ist der schon nicht mehr so gut auf Beinen. Dann kann das sein, dass wenn ich mir dann einen Welpen dazu hole, dass der, wenn der seine richtig heiße Phase hat, also da, wo er richtig Energie hat, der Welpe, oder dann ein Junghund so mit einem Jahr, dem alten Hund wirklich nicht mehr so gut tut, weil er ihn zu viel fordert. Ja, also weil er dann halt zu viel machen will etc. pp. Generell sind aber auch alte Hunde, die so ein bisschen faul und träge und gemütlich geworden sind, oftmals gut damit bedient, einen jungen Hund dazu zu holen, weil der so ein bisschen Pep ins Leben wieder bringt, weil der so ein bisschen
dafür sorgt, dass die dann doch noch mal ein bisschen aktiver werden. Und aktiv zu bleiben ist sehr, sehr, sehr gut. Ja? Also wenn ihr so einen 7- oder 8-jährigen Hund habt und sagt, okay, der ist halt einfach erwachsen und der ist schon ein bisschen gemütlicher, dann spricht da gar nichts gegen, einen jungen Hund dazu zu holen, weil der Junge wird den Alten so ein bisschen mitnehmen und sagen, komm, jetzt trete ich dir mal in den Arsch, wir müssen jetzt mal was machen, hier ist langweilig. Und der Alte wird darauf irgendwann eingehen, wahrscheinlich. Ja, es gibt auch Hunde, die machen das nicht. Und umgekehrt ist es genauso. Der Alte, der bringt genug Ruhe und genug Erfahrung und genug Gelassenheit mit, dass er dem Jungen auch ab und zu mal den Wind aus den Segeln nimmt, sodass der auch mal eine Stufe runterfährt. Ja? Also, das ist ganz in Ordnung. Und wie gesagt, unten die unterste Grenze würde ich immer darauf achten, dass euer Hund in Anführungsstrichen so weit erzogen ist. Ja? Es ist schlimm, das Schlechteste, was ihr machen könnt, ihr habt so einen einjährigen Hund, der einfach wirklich auch gar nichts kann, total durchdreht, alles kaputt macht, den nicht frei laufen lassen kannst, wo die Erziehung, Hand aufs Herz, einfach nicht gut ist. Und dann holt man sich einen zweiten Hund dazu, damit die sich miteinander beschäftigen können und sich gegenseitig auslassen können. Glaubt mir, das geht immer nach hinten los. Ich habe noch nicht eine Situation gehabt, wo ich sage, wow, das hat ja super funktioniert. Denn meistens guckt sich leider Gottes einfach der junge Hund den Schwachsinn von dem etwas älteren Hund ab. Ja, ist nicht so, dass die beiden das Gute voneinander lernen. Die lernen hauptsächlich auch den Blödsinn voneinander. So ein bisschen wie wenn euer Sohnemann mit den falschen Kindern rumhängt, dann könnt ihr ihn noch so gut erziehen, der wird trotzdem mit denen Scheiße bauen gehen. Haben wir alle gemacht. Ja, gehört auch dazu. Also, holt ihr euch einen Welpen, würde ich sagen, schaut, dass der Ersthund, also Hund 1, soweit in Anführungsstrichen fertig erzogen ist, dass ihr sagt, ja, das ist ein guter Sachstand und damit kann ich erstmal leben und dann kommt noch ein zweiter dazu, weil dann habt ihr neue Arbeit und schaut, dass der nicht so alt ist, dass ihr sagt, okay, der hat vielleicht nur ein Jahr oder zwei und ein zweiter wäre jetzt vielleicht zu viel. Das kann trotzdem funktionieren, wenn ihr zu so einem richtig alten Greis einen Welpen dazu holt, kann das super funktionieren. Das kann aber auch eben nach hinten losgehen, ja? Dass man ständig den Welpen von dem alten Greis abhalten muss, damit der seine Ruhe hat und weil er sich einfach nicht mehr durchsetzen kann und so. Ja? Also irgendwo so zwischen einem Jahr und 8, 9, 10 Jahren, je nach Rasse, ist meiner Meinung nach in Ordnung. Kommen wir jetzt zu dem Fall, dass man sich schon einen älteren Hund dazu holt. Also alles, was vielleicht ein Jahr alt ist oder sogar noch älter. Da ist das Alter und der Altersunterschied für mich gar nicht so wichtig. Da ist es viel wichtiger, dass die charakterlich einfach gut zusammenpassen und dass die ja sich aneinander gewöhnen können. Als Beispiel, ihr habt wieder einen 6-7-jährigen Hund und ihr hättet gerne einen zweiten, geht ins Tierheim, holt euch noch einen 3-jährigen Hund dazu. So, das kann super funktionieren, die sind beide erwachsen, die können sich beide mögen, die können aber auch wirklich spinnefeind sein, weil der Junge meint, okay, jetzt dem Alten da die Butter vom Brot nehmen zu müssen. Also da ist das Alter nicht so maßgeblich. Ich kann natürlich sagen, ich hole zu meinem 6-7-jährigen Hund auch einen 6-7-jährigen Hund, aber wenn ein Hund 6 oder 7 Jahre alt ist und im Tierheim sitzt, haben die ja meistens leider Gottes auch ein Problem. Also dann ist ja irgendwas. Entweder sind die krank oder ganz wenige Fälle, die halt normal sind und durch Zufall irgendwie da gelandet sind, weil der Besitzer verstorben ist oder sonst was in der Richtung. Aber oftmals sind so 6-7-jährige Hunde, die im Tierheim sind, leider Gottes auch Hunde, die nicht ganz so einfach sind. Das ist einfach so, zumindest hier bei uns im Bereich. Oder aber gewisse Größe mitbringen. Also die haben dann leider Gottes auch so Attribute, wo man sagen muss, oh, das ist aber nicht ganz so easy. Und dann muss ich die nicht im Zweifel zu meinem Hund dazu holen. Aber so einen jungen Hund, der so ein bisschen sozial schon gefestigt ist, zu einem älteren Hund in meine Lebenssituation reinzuholen, da spricht nichts gegen, solange die sich vertragen. Noch ein Eichhörnchen. Da müsst ihr also so ein bisschen auf den Individualfall achten. Da kann ich jetzt nicht sagen, der und der Altersunterschied ist gut oder schlecht. Auch da, wenn die so ein bisschen mehr zusammen sind, was das Alter angeht, können die natürlich ein bisschen mehr miteinander interagieren. Aber wenn die ein bisschen weiter auseinander sind, ja, dass ihr einen Älteren habt und einen Jüngeren dazu holt, dann kann es durchaus sein, dass der Ältere von dem Jüngeren wieder ein bisschen mitgenommen wird und dass der Jüngere von dem Älteren ein bisschen Ruhe und Gelassenheit lernt. Das kann in beide Richtungen gut gehen. Wir haben uns die Gaia geholt, da war der Milan 3. Also ich habe den Milan ja auch erst gekriegt, als er 1,5 war. Dann bin ich mit ihm in die Ausbildung. Dann haben wir knapp 1,5 Jahre schon Ausbildung gemacht, dann haben wir uns einen Welpen dazu noch geholt, also die Gaia. Und dann ging die Ausbildung ja noch ein knappes Jahr weiter, sodass ich dann beide Hunde immer mal mit bei der Ausbildung hatte. Und das war ein guter Altersunterschied. Also das ist so der Bereich, wo ich sagen würde, Mensch, da machst du eigentlich nichts verkehrt. Dein einer Hund ist erwachsen mit 3 Jahren, hat ein gutes Alter. Es gibt immer Hunderassen, wo das nicht so ist. Ne? Wir wissen das, Labrador, alles was sehr groß ist, die sind mit 3 Jahren vielleicht noch nicht ganz so ruhig und gesetzt. Trotzdem, das ist eigentlich ein gutes Alter in den meisten Fällen. Ne?
3 Jahre ist euer einer Hund und ihr holt euch einen Welpen dazu, da würde ich in den meisten Fällen sagen, das wird super klappen. Ja, da muss man ein bisschen Zeit lassen. Manchmal klappt es auch, wenn die ein bisschen jünger sind, wenn der Abstand nicht so groß ist. Da kann das auch super gehen. Zum Beispiel bei Sonne, die kennt ihr ja aus der Huta, aus den Huta-Videos. Die Sonne ist knapp über ein Jahr, die ist jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre alt. Und jetzt ist der Ron dazugekommen, der Ron ist ein Welpe. Das hat super funktioniert. Am Anfang war die Sonne sehr genervt von ihm, aber mittlerweile klappt das wohl ganz gut. Aber auch da mussten wir der Sonne dann schon hier und da mal helfen. Und da musste man auch sagen, nee, das ist okay, wenn die Sonne dem jetzt mal eine knallt, wenn er sie nervt. Und da musste ich dann die Besitzerin auch so ein bisschen sensibilisieren. Wo würde ich eingreifen, wo würde ich was laufen lassen? Das ist natürlich etwas, das ihr dann ja, von Fall zu Fall, von eurem Hund zu einem anderen Hund, müsst ihr das halt unterscheiden können. Und dann sieht man über eine Zeit hinweg, wie die sich aneinander gewöhnen. Dazu haben wir ja jetzt ein paar Videos gemacht, habe ich ja schon angesprochen. Ja. Jetzt möchte ich euch noch als letzten Tipp was dazu geben. Egal wie groß der Altersunterschied zwischen euren Hunden ist, es ist in den allermeisten Fällen einfacher, zwei gegengeschlechtliche Hunde zusammenzubringen. Das bringt aber auch natürlich Nachteile mit. Ne? Wenn ihr einen unkastrierten Rüden habt und ihr holt euch ein Mädchen dazu, die auch unkastriert ist, dann muss einer von beiden später dran glauben, sonst habt ihr bei jeder Läufigkeit echte Probleme. Ja? Also in einer Anführungsstrichen mit dran glauben meinte ich kastrieren. Ja? Aber es ist meistens einfacher, ein Mädchen zu einem Jungen zu holen oder einen Rüden zu einem Mädel, als dass man zwei Mädels oder zwei Jungs miteinander vergesellschaftet. Das klappt natürlich oft genauso, ne? Aber ich sage jetzt das Einfachere. Im Schnitt ist das einfacher, gegengeschlechtlich. Ja? Achtet einfach darauf, dass die nicht zu jung sind, sodass ihr sagt, oh, ich habe jetzt hier noch bei dem Hund 1000 Baustellen, jetzt hole ich Hund 2 dazu, damit die Baustellen weggehen. Das ist keine gute Idee und achtet darauf, dass er nicht zu alt ist. Ja? Denkt immer vor, okay, was ist, wenn mein anderer Hund, also Hund 2, Hund B, ist in einem Jahr so richtig fit, wie ist dann der andere drauf und wie können wir dann damit umgehen? Das sind die Fragen, die ihr euch stellen müsst. Und alles andere, was dazwischen liegt, zwischen dieser Altersspanne, ist wahrscheinlich vollkommen in Ordnung. So, ich hoffe, das hat die Frage für euch beantwortet. Ich bin raus. Tschüss.